kümmern, aber du hast doch Kinder damit direkt abhängig. Ich hätte das nicht gekauft. Ich hätte Angst, dass sie irgendwie dann nachts aufsteht, durch ganze Zimmer rennt und mir dann die Kehle durchschneidet. Keine Ahnung. Büssel Sass. Bei uns, damals gab es nur Pupsschleim. Grünes Pupsschleim. Hey Leute, ich bin's Lina und willkommen zu einem neuen Video. Heute reagieren wir auf ein Video von Malternative und zwar legal dumme echte Spielzeuge. Natürlich habe ich Malternative schon abonniert, das Glöckchen aktiviert und ich gebe diesem Video noch einen Daumen nach oben. Abonniert auch diesen Kanal und gebt auch diesem Video einen Daumen nach oben. Wir beginnen jetzt mit dem Video. Let's go. Spielzeuge sind weird. Es gibt einfach einen offiziellen Harry Potter Besen. Mit Vibrationsfunktion, wenn es zwischen den Beinen wackeln soll. Habe ich das irgendwie schon mal gesehen? Musste. Und ein Trinkbecher, der gleichzeitig auch noch ein funny Spielzeug ist. Halt, stopp! Eins von den drei Sachen war eigentlich fake. Schreib mir mal in die Kommentare, welches deiner Meinung nach niemals im Toys R Us bei den anderen Spielzeugen stehen durfte und ich löse das gleich noch auf. Das und Baby. Damit dann, hey Leute, ich bin's wieder, der definitiv nicht so viel Geld für weirde Spielzeuge ausgebende Mann aus dem Internet. Wenn du einen Bionicle hast, dann brauchst du die anderen auch noch. Ich habe die Regeln nicht gemacht. Und in der Spielwarenindustrie gibt's ja nur die Extremer. 10 Jahre dasselbe machen und hoffen, dass es funktioniert. Oder immer wieder absolut kränkende Scheiß auf den Markt schmeißen. Also das und denn? Genau deshalb gucken wir uns heute mal wirklich seltsame Spielzeuge und Produkte für halbfertige Menschen an, die es in den vergangenen Jahrzehnten wirklich auf unserem Planeten gab. Ich meine, entweder man wird normalstuben rein oder die eigenen Eltern hassen es, die Aufmerksamkeit zu schenken. Ich präsentiere den iPotty. Und ja, das Ding wurde nur dafür entwickelt, noch nicht ganz urinsichere, dank einer hässlichen iPad-Halterung leichter und länger auf dem Klo festzutackern. Digga! Ganz ehrlich, warum sieht meine Toilette nicht so aus? Das Konzept ist eigentlich echt genial. Aber du hast doch Kinder damit direkt abhängig. Die werden dann die sein, die immer so stundenweise auf dem Klo hocken werden. Schreibt in die Kommentare, wer von euch so ist und sich dieses Video vielleicht sogar auf Klo anschaut. Ihr kleinen Schlingel. Aber gut, das ist ja kein richtiges Spielzeug im eigentlichen Sinn. Ohne iPad ist es ja nur zum Scheißen. 2006 ist dafür was in die Regale gekommen, das einen bereits existenten Markt vollständig revolutionieren sollte. Etwas, womit auch ich richtig cool bei den Skatern angekommen wäre, wenn es das in meiner Kindheit gegeben hätte. Der Yo Baby Kickflipper. Kein Baby gekickt, 1 von 5 Sternen. Es ist ein Skateboard, aber minus Rollen. Also ist es ein Brett. Damit kann man dann aber auch indoor die coolen Tony Hawk Tricks ausprobieren. Ich mag den hier am liebsten. Oh. Und aus irgendeinem Grund gibt es das Teil auch tatsächlich heute noch. $30 und dann 30. Ohne Rollen. Damit bist du safe. Das uncoolste geht im Block. Das ist auf einem Level von einer Guitar Hero Gitarre statt einem echten Instrument. Alter, das ist einfach Wii Sports statt Tenniskarriere. Aber das ist ja nicht mehr irgendwie verbunden zu einem Spiel oder so. Es ist einfach ein Brett aus Plastik. Für 30 Euro. Okay, wir schon weiter. Ganz ehrlich, da nehme ich lieber den nicht fliegenden Nimbus 2000 Plastikbesen. Den gab es nämlich wirklich. Wenn auch nur kurz. Und du verstehst gleich warum. Ich meine, das ist ja eigentlich ich das eine schon. Coole Idee. Der erste Harry Potter Film ist 2001 rausgekommen und die Merchandise-Abteilung hat da natürlich direkt Accio Monet gesagt. Mattel hat dann im selben Jahr eine Replika von Harrys Zauberbesen. Das wird so kritisch. Für zwischen 15 bis 20 Dollar hat der Plastik-Nimbus lustige Fluggeräusche gemacht, damit der Nachwuchs damit durch die Wohnung rennen und das Gefühl haben konnte, wirklich zu fliegen. Ist wie ein Skateboard ohne Rollen, zwischen den Beinen aber mit Sounds. Harry. Genau wie im Film. It's not just a broomstick, Harry. It's a Nimbus 2000. Magisch. Ab. Hoch. Flieg. Was sagt er in Deutsch? Weiß ich nicht mehr. Auf. Und dabei hat der Besenstiel natürlich aber, genau wie im Film, auch vibriert. Ja, das Ding hatte nämlich einen Bewegungssensor für die ganzen Sounds. Alles cool. Aber während der Produktentwicklung dachte sich denn... Dieses lange, harte Ding zwischen den Beinen, ne? Das muss unbedingt vibrieren. Gute Idee, Günther. Toll. Hat er einen Prototypen für erstellt, da hat jemand eine Verpackung für gemacht. Drückt den Knopf für magische Geräusche. Damit hört man dann vielleicht Tante Ursula, die magischen Geräusche hauchen. Aber niemand ist dabei auf die Idee gekommen, dass das irgendwie ein bisschen komisch rüberkommen könnte. Weird. Ja. Accio Orgasmus. Ich meine, da steht sogar drauf, dass der nicht echt fliegt. Wieso kann da nicht draufstehen, dass der dich echt geil macht? Da sind sogar AA-Batterien mit drin, Alter. Die schenken dir einfach deinen Orgasmus. Nachdem der Besen dann wohl auch in Erwachsenenläden für den doppelten Preis aufgetaucht ist, hat Mattel ihn vom Markt gezaubert und gefühlt jede Verbindung zu den Putzmittel, nutzbaren Putzmittel, deleted. War der Kinderfrau. Was weg? Aber das ist ja nicht das einzige Spielzeug für Kids, was irgendwie gar nicht so kinderfreundlich ist. Wie wär's zum Beispiel mit dem Transformers-Spielzeug-Rasierset? Altersfreigabe ab 3 Jahren. Hasbro, habt ihr euch mal den durchschnittlichen Dreijährigen angeguckt? Da ist nicht viel mit Rasieren. Der rasiert sich einmal, sein Gesicht ist weg. Schau mich an, Alter. 3 mal 10. Trotzdem ist das eine Beleidigung für mich. Das ist...
einfach so weird, weil es ja auch einfach gar nichts mit der Serie zu tun hat. Ist ja nicht so, dass Optimus Prime sich in Minute 20 während des Kampfes in ein Performance Package 4.0 transformiert oder so. Und warum gibt es dann auch noch eine siebenteilige Version davon mit Haargel und Zahnbürste? Aber ich kann mir vorstellen, dass viele kleine Kids sich ihre Väter anschauen, wie sie ihren Bart rasieren und das auch machen wollen, weil sie, keine Ahnung, wieder Vater sein wollen. Und anstelle, dass sie ein richtiges Rasiermesser oder einen richtigen Rasierer nehmen und sich damit wehtun, dann kann man halt auch so ein Spielzeug machen, ne? Das ist damit schon besser. Ich meine, Haare und Zähne haben die meisten in dem Alter ja schon, aber trotzdem ist das echt wild, komisch. Weird. Das ist genauso unnötig wie die hyper-stylische, mega-realistische, dem Film 1:1 nachempfundene Secret Service Sonnenbrille von James Bond. Ja, genau so habe ich den im Kopf. Und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wie der bekannteste Agent der Welt quasi den gesamten Film exakt diese Sonnenbrille getragen hat. Und ich verstehe ja, jedes Franchise will ordentlich Kohle scheffeln, aber zum Beispiel Nightmare on Elm Street. Und nee, ich rede jetzt nicht von Spielzeugklauen, um Freddy Krüger nachzuspielen. Das ist ja irgendwie noch cool und logisch. Ich rede von dem Freddy Fright Squirrel. Guck mal, ich immer beim Squirten. Ich will da nicht drüber reden. Das war irgendwie so eine Handpuppen-Wasserpistole, damit du deinen Freunden von Freddy ins Gesicht spucken lassen kannst oder so. Der Name ist nicht okay. Die Zielgruppe ist nicht okay und das Design ist 10 von 10 Premium. Dieser Freddy sieht so aus, als wäre er in meinen Träumen gewesen. Er sieht traumatisiert aus. Genau wie Hasbros versucht, dem Hit von Mattel etwas entgegenzustellen. Barbie, ne, ist rausgekommen, war giga erfolgreich, ist giga erfolgreich geblieben. Jetzt gibt's diesen super krassen, erfolgreichen Film. Mega. Wie fandet ihr den? Also ich fand den richtig nice. Aber was kannst du zu der Ikone als Konkurrenz auf den Markt bringen, ohne dass es einfach nur eine exakte Kopie ist? Naja. She's little Miss No Name. She's Miss No Name. Indem du das exakte Gegenteil machst. Hasbro hat 1965 Little Miss No Name rausgebracht und ja alles genommen, was Barbie hatte. Also legit alles. Barbie war die erfolgreiche, die schöne, immer lächelnde Frau mit unrealistischen Körpermaßen, die irgendwie auch alle Berufe gleichzeitig macht. Aber Little Miss No Name hat gar nichts. Kein Kleid, keine Schuhe, kein Namen. Dafür aber eine niemals trocknende Träne auf ihrer linken Wange und einen für immer traurig schauenden Mund. Also immer noch mehr als ich. Aber... Hey, das ist irgendwie voll creepy. Also ich finde das richtig creepy. Ich hätte das nicht gekauft. Ich hätte Angst, dass sie irgendwie dann nachts aufsteht, durch ganz Zimmer rennt und mir dann die Kehle durchschneidet oder so. Keine Ahnung. Aber hey, dafür hatte sie... Has a heart filled with love. Ach, ist das nicht schön? Nein. Es ist nicht schön. Nein. Hasbro hat legit einfach ein kleines, obdachloses, trauriges Mädchen in einem Kartoffelsack verkauft. Und das beste Feature neben der Träne in ihrem Gesicht. Wenn du ihren Arm hochgedreht hast, dann sieht es aus, als würde sie dich anbetteln. Nenero. Nur um Liebe natürlich. Nee, ich meine, Mattel hat Skipper wenigstens die Titten wachsen lassen. Naja, die Little Miss No Name war ein Fail und wurde nach wenigen Jahren auch wieder aus den Regalen gebannt. Weil sie gruselig ist. Guckt euch dieses Gesicht an. Hätte man das nicht irgendwie wenigstens niedlich machen können? Abgesehen davon, dass die einfach aussieht wie eine Lila-Version für eine Horrorfilmvorlage. Ja. Die war aber fucking creepy. Fast so creepy wie das total süße und unschuldige Nachtlicht von Minnie Maus. Also ab ins Bett, Licht aus, Nachtlicht an und... OMG. Ey, Disney, ich habe da einen Tipp für euch. Es gibt einen Grund, warum sich Leute in Cartoons, Filmen und Serien klischeehaft eine Taschenlampe und das Kinn halten, wenn sie Horrorgeschichten erzählen. Beleuchtung von unten macht nämlich Sachen einfach echt ein bisschen gruselig. Sehr gruselig. Oh mein Gott. Again, hat da im Produktdesign niemand irgendwie mal die Lampe angemacht? Ist genauso wie bei Harrys Vibrationsbesen. Und nachdem wir das frage ich mich auch. Haben, bleibt natürlich die Frage, was vom Anfang war dann fake? Die Rasierpuppe oder der Pimmelbecher? Ich glaube, der Becher. Die Puppe hat Sony gegeben. Puh, Alter. Oh, okay, gut. Auch wenn die immer wieder in irgendwelchen Artikeln und Videos über weirde Spielzeuge aufkommt, ist das tatsächlich einfach nur eine Arbeit des polnischen Künstlers Zbigniew Libera. Das ist hundertprozentig korrekt ausgesprochen. Ein rasierbares Baby wäre hands down aber gar nicht so unrealistisch. Ich meine, es gibt literally auch Pimple Popper Sets auf Amazon. Oh, Gott. Das ist echt eklig und unnötig, Alter. Aber wenn man das schon als Spielzeug verkaufen kann, gibt es natürlich das Ding in allen erdenklichen Versionen. Als Nase in Herzform und natürlich als Gesicht von Donald Trump. Nee, also das ist so eklig mit diesen Pimpel. Keine Ahnung, ich kann mir auch diese Videos auf Instagram nicht mehr geben. Damals fand ich das irgendwie so satisfying. Wisst ihr, was ich meine? Das war irgendwie so beruhigend. Keine Ahnung, kann mir das aber nicht mehr anschauen. Ich finde das einfach nur noch eklig. Zu sogar ein richtiges Gesellschaftsspiel. Wenn man mit der falschen Gesellschaft spielt. Bei manchen Spielzeugen, die explizit für das geistige Level eines laufenden halben Meters gemacht sind, da habe ich wirklich das Gefühl, dass da ganz oft die Regel gilt, je ekliger,
desto besser. Ich meine, warum sonst gibt's als Spielzeug die Rotznase? Als Junge, als Mädchen, Alter, mega. Und ich würde euch davon noch gerne Puppe in Action zeigen, aber die kommen gefühlt aus einem Land vor unserer Zeit und sind deswegen alle ziemlich ausgetrocknet. Ew. Schade. Hätte so gerne eine gekauft. Naja, aber dafür gibt's ja jetzt den Snotnose Leonard aus dem Angry Birds Film, der eigentlich eins zu eins dasselbe ist. Und wenn du Schleim so richtig nice findest, dann kannst du jetzt sogar drinne baden. Herrlich klebriger Glibber. I don't know, man. Das ist weird. Ja, ich habe das nie wirklich verstanden als Kind. Es gab bei mir damals in der Kindheit nicht diese ganzen Sorten, die man heute kennt, die auch so satisfying sind irgendwie. Nein, bei uns damals gab es nur Pupsschleim. Grünes Pupsschleim. Immerhin hat hier jemand in der Produktentwicklung tatsächlich mal mitgedacht. Es wird natürlich ein Lösemittel mitgeliefert, das die Pampe wieder ins Wasser umwandelt und einfach abgelassen werden kann. Das ist natürlich dann viel besser für die Kanalisation. Next! Ja. Hattest du damals ein Tamagotchi? Ich bin ehrlich. Ja. Hardcore nervig, die Scheiße. Aber irgendwie eine ganz lustige Idee. Zumindest für ein paar Wochen. Tage, den Abend, an dem man es bekommen hat. Und über die Jahrzehnte gab es da ja super viele verschiedene Versionen von, aber hast du schon mal was von Tutoki Baku gehört? Das ist quasi ein Tamagotchi zum Fingern. Du steckst deinen Finger da rein, scheiß auf Knöpfe, Löcher sind die neuen Anal-Hook-Sticks. Aber was ist, wenn ich da jetzt nicht meinen Finger reinstecke? Das Teil war doch der Prototyp für AR-Sextoys, oder? Also irgendwie cool, aber irgendwie auch nicht. Aber wie dünn... Wisst ihr, weil Finger sind schon... Aber später wurde Tamagotchi eh vergessen und dann gab es Puh. Kennt ihr Puh noch? Ich hab's so geliebt. Ich hab ihn die ganze Zeit so gepflegt. Du musst das mit ihm spielen, ihn füttern und sein Haus aufbauen. Keine Ahnung mehr. Anyway, große Franchises bieten hier auf die Grundlage für wirklich weirde Spielzeuge. Aber, yo, das ist eine gute Platzierung für den Strohhalm. Kann so raus. Was läuft hier? Da fühle ich mich schmutzig, wenn ich draus trinke. Ja. Joy Story 2, ich komme in deine You got a friend in me. Was ist hier los? Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter bekommt er eine ganz andere Bedeutung. Ich weiß nicht welche. Frag mich nicht. Und diese scheiß verschränkten Arme und der Gesichtsausdruck machen es auch einfach nicht besser. Und wo wir schon bei einem... Meine Schwester, mein Bruder und der Mann meiner Schwester haben immer gesagt, dass ich aussehe wie Buzz Lightyear. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Ah! Und ich habe das immer gehasst, dass die gesagt haben, dass ich Ähnlichkeit mit ihm habe. Ich wollte das nicht. Habe ich Ähnlichkeit mit ihm? Bitte sagt nein. Bitte sagt nein. Nur einen genehmen Gesichtsausdruck sind. Cooler Hammer, oder? Ja, aber nur so lange, bis du siehst, wo du ihn aufblasen musst. Was ist los mit den Leuten, dass sie sowas nicht merken? Und auch bei anderen What? Franchises müssen es ja nicht mal die unlizenzierten Bootleg-TemuExpress.com-Rip-Offs sein. Nee, nee. Manchmal sind es auch die ganz offiziellen Spielzeuge, die einfach echt komisch sind. Ich meine, wer kann sich nicht dran erinnern, als Spider-Man im dritten Teil über sein cooles taktisches Mikrofon mit dem anderen Spider-Man im schwarzen Anzug gesprochen hat. Das war meine Lieblingsszene, Alter. Oder als er damals Doc Ock mit seinem Spider-Man Super Snooper abgehört hat. Das war einfach ein Abhörgerät für Kinder. Okay. Und wer denkt bei C-3PO nicht sofort an einen Taserspender? Ich habe einen Streifen. Man kennt's. Und ich weiß, das zählt jetzt nicht unbedingt als Spielzeug, aber wer dachte sich denn bitte, dass wir einen Princess Leia Slave Perfume brauchen? Wonach soll das riechen? Nach Schweiß, Blut und Unterdrückung? Oder Baumwolle? Was? Und der Flakon? Vor allem mit dem Halsband, ich habe das erst jetzt gecheckt. Oh mein Gott, das haben die nicht gemacht. Sieht einfach aus wie eine hässliche Version von einem normalen Flakon. Slave, Leia, Parfüm. Und natürlich hat auch der ungefragte beste Charakter ein Star Wars Spielzeugableger bekommen. George Lucas, Meisterwerk einer tiefgründigen Person mit tiefer Hintergrundgeschichte und Charakterentwicklung und. Es geht um Jar Jar Binks. Der hat natürlich super viele Actionfiguren, ja. Sammelfiguren, Plüschtüre und bekommen. Und wenn ihr euch jetzt denkt, dass der Sticky Tongue Jar Jar weird ist, dann hast du vollkommen recht. Auch ein bisschen geil. Den bestelle ich für mich und Janine. Für später. Aber die haben es trotzdem geschafft, es noch weirder zu machen. Mit dem Jar Jar Binks Lollipop. Irgendein komplett wahnsinniger Mensch in der Produktentwicklung dachte sich, das ist mega die nice Idee. Soll man damit rummachen, damit man den... Ihr? Nein! Die wäre, wenn Star Wars Fans an Jar Jar Binks Zunge nuckeln können. Ich will da ja gar nicht judgen, aber ihn bestelle ich für mich und Janine. Und jetzt tut's mir leid, ich muss ganz kurz Internetgeschichte schreiben und One Man, One Jar, Jar Sticky Tongue aufnehmen. Okay, das letzte Spielzeug hat mir einfach den Rest gegeben. Und ich glaube, das ist auch ein guter Zeitpunkt, um das Video zu beenden. Tschüss, Tikowski.